Wir sind jetzt hier, um diesen 0-2-Rückstand noch wettzumachen. Und das ist unser Ziel, unsere Herangehensweise. Halbzeit 0-2 hinten. Wir hatten sehr lange Zeit, das erste Spiel zu analysieren. Ich denke, das haben wir gut gemacht. Und die Marschrichtung ist klar morgen. Wir wollen hier zumindest 2 Tore erzielen. Wir werden alles geben, was wir haben, alles daran setzen, dass wir noch ins Viertelfinale einziehen. Keinen. Natürlich hätten wir unsere Fans gerne dabei, aber ist etwas, was wir nicht beeinflussen können, und wir konzentrieren uns in der Regel darauf, was wir beeinflussen können. Und wir wissen, dass viele vielleicht jetzt nicht körperlich anwesend sein, aber uns mit sehr, sehr viel positiver Energie unterstützen, wo auch immer die Eintracht-Fans sind. Sie werden halt nicht hier im Stadion sein, aber die Unterstützung, die haben wir vielleicht nicht vor Ort, und wir lassen uns davon nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Ja, natürlich bringen Kolo und Jesper viel Tempo mit, viel Tiefe mit, schauen wir mal, wie wir morgen dann auch spielen, welche Spielertypen wir am Platz haben. Es gibt dafür vielleicht andere, und wir waren in Lissabon 0-1 hinten zur Halbzeit, und ich habe Sebastian gebracht und Jesper rausgenommen, und viele haben sich gedacht, was hat denn der für eine Meise? Sie brauchen noch 2 Tore, und der bringt einen Mittelfeldspieler für einen Offensivspieler. Und es war genau die richtige Entscheidung. Und ja, so haben wir uns auch jetzt wieder etwas überlegt, wo wir denken, was für uns passt, was natürlich auch Blickrichtung Neapel gut und vielleicht auch nötig ist. Nochmal, ein einzelner Spieler wird das Spiel nicht gewinnen können. Es haben beide im Heimspiel gespielt. Und wir haben auch nicht gewonnen. Wir waren auch nicht vorne bis zum Ausschluss, sondern wir waren schon hinten. Also von dem her werden es andere richten müssen. Und die Mannschaft hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben.